In dem ersten Video dieser Serie habe ich dir gezeigt, wie du eine abstrakte Grundlage schaffen kannst für eine gegenständliche Arbeit. Und in diesem Video, das ist die Fortsetzung von dem Teil 1, möchte ich dir zeigen, wie du auf der Grundlage einer gegenständlichen Vorlage, nämlich eines Fotos, in die Abstraktion gehen kannst. Viel Spaß beim Zugucken. Jetzt möchte ich erstmal zeigen, wie ihr wahrscheinlich normalerweise sowas anfangt. Und zwar fangt ihr das mit der Linie an. Das ist auch nicht verkehrt, ja? Das ist ein Weg. Also man kann eine Linienzeichnung machen von dem Ganzen. Ich mache das jetzt einfach mal so ganz, ganz grob. Zeichne dieses Haus ein. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt schon. Muss ich überlegen, wie groß ist das Haus, damit ich auch Platz habe für die Straße. Und diese Diagonale ist jetzt mein erster Hinweis auf die Perspektive. Diese Diagonalen führen ins Bild rein. Und dann mache ich meine ergänzenden Formen da rein, Busch, Baum, was ich alles brauche. So, so etwa würdet ihr anfangen. Also das ist jetzt wirklich nur eine rudimentäre. Die Entscheidung, ihr habt ja gesehen, dass ich das Haus zuerst größer gemacht habe. Diese Entscheidung. Diese Entscheidung ist jetzt schon eine kompositorische Entscheidung, weil wenn ich das Haus zu groß habe, habe ich keinen Platz für die Straße und wenn ich keinen Platz für die Straße habe, dann habe ich keine Tiefe und jetzt kann ich weiter gucken, will ich, kann ich das weiter optimieren, ja? Dass ich möglichst eine dynamische Bildaufteilung habe. Also ich könnte sagen, oh, ich will es noch ein bisschen nach oben machen, das Haus vielleicht gar nicht so groß, das Dach nicht so hoch. Ja, und dann, und wenn ich da diese Überlegung mache, dann bin ich auch schon auf der abstrakten Ebene, weil ich gucke ja nicht nur danach, wie ist das Haus richtig, sondern wie kann ich es am interessantesten ins Bild setzen. Das ist Komposition. Ich mache hier weiter. Ich will dir das einfach nur zeigen, dass es auch schon Teil ist, dieser abstrakten Sehbewegung, die wir haben. Gut, also ich mache da jetzt mal nicht weiter, sonst wird das Video zu lang. So, und jetzt haben wir, jetzt ist die Frage, wir haben also ein Foto, wir haben also was ultra gegenständliches und wollen uns aber ein bisschen in Richtung Abstraktion bewegen. Das heißt, das Erste, was wir machen, wir setzen nur Flächen, weil wir versuchen jetzt erstmal keine Verläufe zu machen, sondern nur Flächen zu setzen. Vielleicht wisst ihr das schon aus anderen Videos von mir, dass ich eigentlich immer ganz gerne zuerst mit den dunklen Farben anfange, da das Gelb so ein bisschen empfindlich ist. Ja, ich fange jetzt heute mal ausnahmsweise hier mal mit dem Gelb an, damit ich das mal schonen kann hier. Wenn ich nachher mit dem Pinsel, dann ist mein Pinsel voller dunkler Farbe jetzt. Also das ist jetzt eine ganz einfache Fläche. Und das Malen wird einfacher, wenn du das einfach nur als Fläche siehst und nicht jetzt an die Fenster zum Beispiel denkst. Ja? Die Fenster, die kommen viel, viel später, wenn du sie überhaupt willst. Es gibt auch Künstler, die malen Häuser, da sind die Fenster wirklich nur eine kleine Andeutung. So, jetzt gehe ich mit meinem Pinsel in die nächste Farbe, die annähernd mit dem Gelb harmoniert und das ist einfach mal hier das Grün. Also wenn ich schnell male, dann versuche ich immer einen Pinsel zu nehmen und ich will das jetzt auch hier eigentlich nur demonstrieren, wie dieser Weg ist in die Abstraktion. Die ersten Schichten sehen sowieso immer recht abstrakt aus. Ja, und wenn du die erste Schicht mit diesem Auge der Abstraktion malst,
ohne so dich so zu verkrampfen, weil das ist auch etwas, wo viele drüber klagen, dass sie so genau malen, dass sie so verkrampft malen. Ja? Also ich male jetzt hier ein kurzes Video. Normalerweise male ich vielleicht auch nicht so schnell, aber ich will dir nur sagen, ich korrigiere jetzt hier gerade und Skizze, das ist die Skizze. So. Muss auch erstmal die ganzen Flächen schließen. Guck mal, jetzt habe ich diese Fläche gemacht, aus diesem komischen Beige hier, rosa-beige, merkwürdige Fläche. Die ist noch kein Baum. Natürlich nicht. Ich versuche die ganze Fläche hier zu sehen. Und das ist das Abstrakte an dieser Herangehensweise. Ich habe hier eine Fläche, da eine Fläche, da eine Fläche. Und ich versuche jetzt das ganze Bild erstmal nur aus Flächen zusammenzusetzen. Jetzt mische ich mir irgendeinen Farbton, der so halbwegs mit der Straße funktioniert. Das ist ja ein Graublau. Und übrigens, man kann absolut auch abweichen von der naturalistischen Farbigkeit, indem man einfach viel, viel bunter malt. Jetzt ist es so, jetzt ist bei einem Bild, wo es Licht und Schatten gibt, haben wir immer ein klares Muster. Und das sieht man auf dieser Vorlage sehr gut, dass wir ein klares Hell-Dunkel-Muster haben. Das haben wir nicht bei jedem Bild, weil wir natürlich auch teilweise Situationen haben, bedeckter Himmel, Regenwetter, Winter, da haben wir nicht solche wahnsinnigen Lichtsituationen. Wenn du mich fragst, wie du lockerer werden kannst, wie du ja ein bisschen mehr Pinselschrift auch in dein Bild bekommen kannst, dann wäre das meine Empfehlung, genau so mal vorzugehen. Es heißt nicht, dass das nachher so bleiben muss, aber dass du erstmal so eine Grundlage damit geschaffen hast, eine Untermalung. Die Farbe vom Himmel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu. Geht jetzt nicht ums Farbenmischen, aber du siehst den Effekt sofort. Guck mal, und jetzt versuche ich diesen Baum einfach zu malen, so wie ich ihn jetzt schnell aus dem Augenwinkel sehe. Das heißt, das da oben, das ist eine Fläche. Ich bin voll in der Abstraktion noch. Ja? Ich bin noch nicht in der Gegenständlichkeit. Das ist das, was ich eigentlich in diesem Video dir zeigen wollte, dass du am Anfang ganz beherzt flächig malen kannst. Meistens ist es sowieso so, dass wir erstmal ein paar Schichten Farbe da drauf kriegen müssen. Es sieht tatsächlich am Anfang ein bisschen plakativ aus. Ja? Das ist praktisch, nennt man plakativ, weil wir haben hier keine Verläufe. Wir haben uns einfach ein bisschen Mühe vielleicht gegeben beim Farbenmischen. Ich habe jetzt mir nicht so groß viel Mühe gegeben, aber mehr ist das nicht. Ja? Und dieser erste plakative Stil, der ist abstrahiert. Ja? Und ausgehend von diesem plakativen Beginn gehst du dann und schaffst kleinere Flächen. Ich habe jetzt am Anfang versuche ich immer so wenig wie möglich Flächen zu machen, also nur die nötigsten. Jetzt gehe ich noch mal und mache die Straße in ihrem Schatten, in ihrem Licht. Und sobald du dieses Schatten, Licht- und Schattenmuster ganz
vage angedeutet hast, entsteht schon der Eindruck von einer lichterfüllten Situation. Du siehst, an meinem Pinsel ist viel zu viel andere Farbe noch dran. Das liegt daran, weil ich jetzt hier wirklich ziemlich schnell pinsel, um das Video nicht zu lang zu machen. Guck mal, und jetzt habe ich diese Strecke ja auch absolut vereinfacht. In der Realität wäre sie so, ja? Da wäre immer so. Und das lasse ich weg am Anfang. Ich versuche das jetzt erstmal nicht zu machen. Das mache ich nachher, aber jetzt im Moment erstmal noch nicht. Also mein Tipp für dich wäre, wenn du vom Foto in Richtung Abstraktion willst, dass du erstmal so plakativ malst. Eine Schicht wirklich ganz spontan malst, ohne zu sehr auf die Kanten zu achten. Und dann gehst du mit ein bisschen langsamer vor und versuchst die Farben akkurat zu mischen oder auch viel, viel bunter zu machen. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, boah, ich will aber das Haus viel, viel gelber haben. Ja, dann machst du es halt gelber und holst das noch mehr in die Abstraktion. Also die Expressionisten haben ja wirklich ihre Farbigkeit übertrieben. So, und bei dem Schatten hier kannst du auch sagen, boah, ich will aber viel mehr Lila haben. Nicht so ein braves, Grau. Ja, ich möchte hier wirklich einen ganz schönen Lila-Ton haben, weil du siehst, Lila und Gelb, Komplementärfarben. In dieser Flächigkeit liegt sehr, sehr viel Kraft. Entweder ist es für dich die Untermalung, der erste Schritt, aber versuche nicht zu viel zu malen, denn je mehr du malst, also je mehr du ins Detail gehst, desto mehr verliert sich die Kraft von deinem Pinselstrich. Und das wollen, da hätten wir auch nichts dran gewonnen. Also wir hätten nichts gewonnen, wenn alles richtig wäre, das Bild aber total verkrampft wäre. Das wäre auch nicht schön. Und wir müssen immer so ein bisschen eine Mischung finden, ja, aus Genauigkeit, die Genauigkeit, die wir halt wollen, und Lockerheit. Das ist übrigens in allen Disziplinen so, also nicht nur beim Malen. Das ist in vielen anderen Disziplinen auch so, dass man nicht nur technische Perfektion anstrebt, sondern eben auch das, was wir vielleicht als Anmut oder als Eleganz oder Lockerheit halt bezeichnen. So, jetzt mache ich noch kurz zum Schluss, damit du das ganze plakative Werk einmal vollkommen siehst, will ich noch einmal das Hausdach machen. Also ich möchte wirklich noch mal betonen, dass das auch dann stilistisch deine Wahl ist, wie weit du gehen willst. Wie weit du in die Gegenständlichkeit gehen willst. Dieses ist jetzt hier absolut gegenständlich, aber schon sehr abstrahiert. Und jeder Künstler hat da so einen eigenen, eine Wohlfühlgrenze, sagen wir mal so. Ja? Ein Punkt, wo, guck mal, ich helfe mir jetzt hier gerade mit dem Lineal, damit ich auch mal eine schöne Kante kriege. Nachher kommen dann noch kleine Flächen dazu, natürlich. Aber am Anfang versuchst du die alle mal bitte wegzulassen. Also diese kleinen Flächen, die ich jetzt hier noch hinzufüge.
Jetzt mache ich hier noch diese Dunkelheit und dann wäre das der erste Wurf. So, wenn du jetzt allerdings abstrakter Maler bist und dann zum Beispiel sagst, du bist an diesem Haus vorbeigelaufen und es hat dich interessiert, das hat dich irgendwie gefesselt, keine Ahnung, also ne, dann müsstest du anders vorgehen. Dann dürftest du absolut die gleichen Farben nehmen, aber du dürftest sie nicht so konventionell anordnen. Und wenn du von etwas inspiriert bist, musst du dich auch immer fragen, ja, was ist es eigentlich, was mich jetzt hier so inspiriert? Also es ist ja, muss ja gar nicht alles sein, ja. Also wenn du so eine Szene siehst, dann kann es sein, dass du vielleicht nur das Haus machen willst, ohne die Büsche und ohne die Straße. Jeder reagiert ja auf andere Reize. Und wenn wir abstrakte Maler sind und uns und nach einem Spaziergang inspiriert sind, dann kann das irgendwie einfach auch nur eine Stimmung sein, also eine Farbstimmung, ne, die du mitnimmst. Das muss gar nicht irgendwas Gegenständliches sein. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen soweit. Ich pinsel jetzt hier gerade noch mal so ein kleines bisschen weiter. Wenn du mehr von diesen Videos möchtest und auch einfach mit mir malen möchtest, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein in meine Online-Akademie. Das ist das Kunst-Abo. Da machen wir regelmäßig so Mal-Sessions, wo ich einfach diesen Prozess der Abstraktion zeige. Auch nicht ganz so schnell wie hier gerade. Ich versuche für YouTube einfach irgendwie immer ein bisschen weniger. Ich versuche, die Videos kürzer zu machen. Denn schließlich wollt ihr malen und nicht die ganze Zeit Videos gucken. Aber wenn dich das ansprichst und wenn du merkst, dass du mit meinem Unterrichtsstil so klarkommst und mehr darüber wissen willst, dann würde ich mich sehr freuen, dich bei mir im Kunstabo zu begrüßen. Und dann könnten wir das einfach mal zusammen angehen. Also du siehst, ich habe jetzt schon so ein bisschen Feuer gefangen. Du siehst, wie ich jetzt hier auch noch Licht reinbringe in den Schatten. Das sind ja alles auch spannende Themen, Licht und Schatten, ja. So, das Haus ist mir natürlich tatsächlich jetzt zu gelb. Ich habe es ein bisschen kräftig gemacht, weil ich dir ja zeigen wollte, dass du das auch jederzeit ein bisschen fetziger machen kannst. Und jetzt mache ich es gerade ein bisschen schwächer. Nicht ganz so gelb. Das ist auch für viele neu, dass man tatsächlich ganz gnadenlos immer wieder auch über die Flächen drüber geht, ja. Weil alles, was drunter herguckt, an den Rändern, ja, das belebt das Bild. Also es gefällt mir jetzt wesentlich besser, mit dem etwas, wenn das Haus nicht ganz so gelb ist. Ja, der Himmel stimmt nicht so ganz von der Farbigkeit, aber all diese Sachen, die gehören auch dann in ein anderes Video. Aber es macht also wirklich mordsviel Spaß. Beim zweiten, jetzt würde, das ist der erste Durchgang, ja, abstrakt von der gegenständlich malen. Und jetzt würde ich halt hier ein bisschen, sage ich mal, sorgfältiger, kann man auch sagen, sorgfältiger an den Kanten entlang malen, damit ich nicht einfach nur plakativ was habe, sondern auch ein bisschen mehr über das Haus sage. Ja, also dass ich hier tatsächlich sage, okay, hier gibt es diesen Überstand, so, und den gibt es da auch. Ja, und dann geht das Ganze natürlich ein bisschen langsamer. So, jetzt möchte ich aber mit der Restfarbe, darauf habe ich jetzt Lust, wenn ihr noch kurz Geduld habt, möchte ich jetzt einmal kurz zeigen, wie das Ganze jetzt in abstrakt aussehen würde. Ja, ich hoffe, es ist dir bewusst, dass dieses Malen vor der Kamera wie ein Proforma-Malen ist. In der Realität geht das Ganze nicht so schnell und vielleicht auch nicht ganz so schlampig. Die Schnelligkeit hat einen Vorteil, weil man wird großzügiger, aber in der Realität musst du nicht so schnell malen und es muss auch nicht so plakativ sein. Aber ich finde, das erste plakative Stadium hilft einem einfach wahnsinnig, klare Kompositionen zu machen, klaren Bildaufbau
und auch einen klaren Überblick zu haben über das, was das Bild ausmacht. Wenn dich jetzt interessiert, wie ich mit diesem Eindruck, Beispiel gelbes Haus, in die Abstraktion gehe und wie ich jetzt meine Restfarben aufbrauche und daraus ein abstraktes Bild mache, dann warte auf das nächste Video. Ich habe diese ganze Serie in drei Teile geteilt. Das erste Video, da ging es darum, wie man auf der Grundlage von einer abstrakten Bildgestaltung ins Gegenständliche geht. Das zweite, dieses hier, war das Thema, wie gehe ich von einer gegenständlichen Grundlage in Richtung Abstraktion. Und jetzt stelle ich noch die dritte Möglichkeit vor, dass ich eben gar nicht von der Gegenständlichkeit ausgehe, sondern nur von den Elementen der Abstraktion. Sei gespannt auf das nächste Video. Wenn dich diese Videos interessieren, gib mir bitte einen Kommentar. Das freut mich immer besonders, wenn ich merke, wie das ankommt. Abonniere meinen Kanal und wenn du tiefer einsteigen willst, dann informiere dich einfach über die Möglichkeiten, mit mir konkret zu arbeiten im Bereich Bildgestaltung. Du kannst gerne in mein Kunstabo kommen. Du kannst dich gerne für eine Strategiesession anmelden, dass wir direkt miteinander mal über deine Kunst reden. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!